bin ja schon unterwegs. Ihr seid schwer beladen. Ja. Vorsicht, Günther, ich bin ganz schwer beladen. Wir müssen aufpassen, dass die Jungs kein Blödsinn bauen. Der Mendelssohn auch aufpassen, ja. Nicht zu hoch. Peter? Ja? Du hast da die schönen bunten Sterne da liegen. Kannst du dich mal einen anmachen und mir zeigen, wie das aussieht? Skabosalat, nein. Nein, nein, ich kenne mich aus. Super. So, dann wollen wir gucken. Ich muss noch mal die Biene fragen. So. Sieht das nicht gut aus? Das sieht spitze aus. Fantastisch. Guck mal, das sieht noch besser aus. Ja, so kannst du rumlaufen. Und so kann man, wenn man bedient, fröhliche Ostern, fröhliche Weihnachten. Das hört bei dir gar nicht auf, das merken die Kunden gar nicht. Kannst du ruhig so gehen. So, schön, gell? Ja, das sieht gut aus. So, dann mal gucken, wie das aussieht hier. Erstmal das Licht. So. Wollen wir es kleben. So. Frau Günther, gefällt es dir? Also gefallen tut er mir schon. Nur ich würde sagen, du musst ihn andersrum drehen. Der muss ja nach außen leuchten. Nein. Doch. Nein. Die sollen nicht die Birnen sehen, die sollen den Stern glänzen sehen. Und nein, du musst, und, da musst nach da draußen leuchten. Da kontrolliere ich jetzt mal. Da kannst du kontrollieren. Komm, das wollen wir sehen. Ich will mal gucken, ich bin gerade auch an Schmücken. Ich habe einen Stern dran gemacht. Hast du dran gemacht? Mal gucken, ob es richtig ist. Von draußen, vom Fenster? Ja, ob es klappt oder ob es falsch angehauen hat. Wir gucken mal von draußen. Mal gucken. Ja. Ach Peter, hast du irgendwas verkehrt gemacht? Das hängt doch verkehrt rum. Da ist doch mal für die Leute zum Sehen und nicht die Pappe. Das ist doch irgendwie scheiße. Gar nicht, gehe ich andersrum. Ja, doch. Der muss andersrum. Günther guckt schon. Haha. Er kommt so, ich geh mal gucken. So Fusselbart durch die Gegend. Peter, dreh es um. Ich guck, ob es richtig macht. Er muss nach außen. Die Leute wollen was sehen. Sehen kannst du, wenn du draußen vor die Tür stellst. Sieht der Blöde unten aus, Güntherchen. Und aber wer hatte recht? Du. Aber hier drinnen sieht das für uns schöner aus. Jetzt soll er für draußen sein. Draußen, für draußen. Scheißdreck. Ich brauch dich umhängen. Zack. So besser? So ist es gut, richtig. Du Bove. Verkehrt rumgedreht, auf verkehrte Seite. Kommt einer vorbei. Sieht gut aus, wenn man Fred. Ja. Ja, wir haben den Arsch mal weg, sonst fährt die Kleine uns den Arsch ab. Ja, ja. Die würde ich gerne für den Schlitten nehmen, wa? Aber warte so mal. Muss es sein. Aber warte mal. Junger Mann! Was denn jetzt? Ich lass mich doch nicht verarschen. Ich weiß, wenn es einen zweiten Kunden auf. Machen wir hier. Ja, ja. Das machen wir mal hier. Und dann wollen wir hoffen, dass ja auch eine Leuchte aufgeht. Und nicht nur vom Stern aus. Geht immer eine Leuchte auf. Na, manchmal dauert es ein bisschen. Dann ist das. Wenn man das so sieht. Mhm. Ich habe den meisten Stecker mitgebracht.